Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Never Alone. Ja, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass wir, glaube ich, einen kleinen Jungen spielen mit einem, ich würde jetzt sagen, Polarfuchs. Also ein Eskimo-Jungen mit einem Polarfuchs. Und irgendwie, ja, erleben die beiden ein Abenteuer, müssen irgendwie durch die Welt gehen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass es sowas in der Art ist wie Unrival oder Ori and the Blind Forest. Ich hatte es mal auf der PlayStation gesehen. Jetzt habe ich es aber bei Steam entdeckt und habe mir gedacht, ach komm, gönnst du dir mal und guckst mal, ja, was es so auf sich hat. Es sah auf jeden Fall vielversprechend aus, sehr schön. Musik gefällt mir, die Stimmung ist passend. Ja, und ich sag dann mal bis gleich. Die Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Lerne mehr über die Inupiat. Inupiat, stimmt. Durch freischaltbare Kultureinblicke. Mhm. Ja, das machen wir später, ne? Wie geil war das denn bitte? Wie geil war das denn gerade bitte? Also, ich möchte jetzt nichts behaupten, ja? Also, ich bin da immer sehr vorsichtig. Also, Eskimo, Indianer, so hat sich das jetzt gerade angehört. Ich kenne das ja gar nicht. Also diese Kultureinblicke werden wir auf jeden Fall uns mal ansehen. Ich möchte natürlich nichts Falsches sagen. Also ist es jetzt doch kein Junge gewesen, sondern ein Mädchen. Das ist ja sehr interessant. Was ich toll finde, ist, dass die anscheinend, ich denke mal, dass es dieses Volk wirklich gibt. Und dass sie halt auch der Sprache entsprechend das erzählen. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Anuholek paisuni suniranai chokunni. Tavrani beak siagaruoluk ayungit chok. Pajagni ulik sok. Oh Gott, ein Eisbär. ja, machen wir das mal. Oi, 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 oi. Oh Gott. No! Oh, warte, warte. Guck mal, da ist der Fuchs.
Oh. Ja, das ist super. Das ist jetzt scheiße. Hallo? Oh Gott. Was? Im Koop-Modus spielen. Auf einem zweiten Controller drücken, um als Fuchs einzusteigen. Hä? Den habe ich nicht. Das kann man zu zweit spielen. Das ist ja geil. Drücken, um einen Einzelspieler-Modus zum Fuchs zu wechseln. Okay, und jetzt? Ich muss jetzt wieder in der anderen Richtung rennen. Aber irgendwie tut mir der Eisbär leid. Ich denke mal, er ist besiegt. Oh mein Gott, wie süß. Oh, wie süß ist das bitte. Ach so, sie läuft jetzt hier schon mir hinterher. Und wir können uns wahrscheinlich jetzt entscheiden, ob wir sie oder den Fuchs spielen. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ich spiele jetzt erstmal den Fuchs. Oh, ich finde sowas... geil. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Bin jetzt schon Fan. Oh, ich fange gleich an zu heulen. Mein Gott, wie süß ist das bitte? Oh, muss ich gleich meinen Hundi knuddeln gehen, ey. Wenn ich sowas sehe, muss ich danach meinen Hundi knuddeln. Ah. Freundschaften zu Tieren sind einfach immer noch das Beste. Polarfuchs. Kann man sich das jetzt schon alles ansehen? Soll ich das mal drücken? Oh. Ah, komm, wir fangen mal hier an. Ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. Oh. Wow, so kann man sich das ansehen? Nein, wie geil ist das denn? One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are. And we want to continue that. Respekt. Das könnt ihr auch definitiv sein. Wirklich, diese, ich sag jetzt mal, Art von Menschen sind einfach, ich würde jetzt mal behaupten, die Besten auf der Welt, ja? Weil es ist wirklich so, diesen Respekt, den die vor der Natur haben und vor den Tieren, ja, das gibt es nirgendwo anders, also bei niemand anderen. Ich habe so viel Respekt zu denen und ich finde es schade, was auch früher zum Beispiel jetzt den Indianern angetan wurde. Und es kann jeder seine eigene Meinung äußern und jeder kann das anders sehen. Ich sehe es halt so und
ich würde mich wirklich freuen, mal so jemanden halt, bei so jemanden mal zu sein und mal zu beobachten, wie der mit Tieren umgeht und das alles. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen geplättet, wie ich das jetzt hier handhaben soll. Es sind 24 Geschichten anscheinend. So, ich weiß nicht, wie lange dieses Let's Play wird. Ich kann es mir nicht, ich weiß es wirklich nicht. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt jeder Folge ein so ein Ding oder mache ich in jeder Folge zwei? Ich würde jetzt mal behaupten, ich mache jetzt mal in jeder Folge zwei, also hören wir uns die jetzt als nächstes an. Ja, machen wir das eben. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There's always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Nupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends, and they need to be told. They need to be heard. Wunderbar. Wundert euch bitte nicht, dass diese Kultureinblicke etwas lauter sind. Ich habe mich extra dafür entschieden, weil ich ja eh nicht dazwischen laber. Ne? Oh, okay, es geht weiter. Ich bin schon ganz verrückt danach. So, wir spielen wieder den Fuchs. Ich mache das mal so, dass er das Mädchen führt. Fuchs, Abhang, hochklettern, antippen. Guck mal, den bräuchten wir jetzt sogar. Seil herunterlassen. Schlaues Füchschen. Jetzt müssen wir wieder sie. Genau. Und jetzt steuern wir sie erstmal wieder. Ich mache das mal alternierend. So abwechselnd, so. Oh, oh, oh. Oh, ich komme nicht weiter. Doch, komm ich. Huchala. Schneller, schneller, schneller. Ah, jetzt haben wir wieder. Na, da kommt sie hoch. Hui. Oh, oh, oh. Das war ein bisschen zu oh. Schnell. Es wird gespeichert. Gegen den Wind stemmen. Oh. Momento. Ich war noch nicht so schnell. Gedrückt halten. Ah, so, okay. Oh, wie süß, er macht ihr das alles nach. Ey. Puh. Die Werkscherrolle kann ich singen. Super, ja, ich kann auch die Karte blöd. Könnte so ihr Totem sein vielleicht, ne? Also ihr Geist. Okay. Oh, ich bin voll der Fan, ja? Wie geil, bitte. Oh.
dying, dying. Oh, ich finde das so schön gerade, ne? In einer Mauer, L und dann A. So. Und jetzt? Ah. Uhala. Ah, sie kommt hinterher. Ich versuche mal. Ich bleibe immer stehen, um auch ja, aufzupassen, dass er auch noch was, ob er nicht noch was erzählt. Ne? Ich möchte das nicht verpassen. Huchala. Oh mein Gott, ist wie sie den Fuchs gemacht haben, ist schön. Oh. Na? Nee, da kommen wir nicht hoch, oder? Wir können hier durchschlüpfen. Mhm. Okay, und jetzt, ach, jetzt müssen wir wieder einen hier dieser Geister. So, Mädchen, kommst du jetzt hier hoch? So. Hm. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play geht, ey. Keine Ahnung. Geht vielleicht nicht lange. Huchala. Oh. Jetzt sind wir ganz nass geworden. Ah, ich musste erst da oben. Warte, wir müssen uns nochmal stemmen. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ich muss schnell da hoch. Oh, 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 oh. Oh, das war ein bisschen zu weit. Och, mein Gott, was er für ein Geräusch gemacht hat. Na, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Na? Ich traue dem Wind nicht. So, wir haben es geschafft. Dun, 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 dun. Ach, ist das schön. Was ist los? Was ist los? Oh nein. Ist das ihr Dorf? Oh je, jetzt habe ich voll Mitleid. Heimkehr, okay. Die Werkscherer Rollo, die Kitka, Aymarvini. Agelan, Maluna, Singamarok. Innocholuk, die Kindermaluk, die Werkscherer, Pingan. Über Halaximaluk, Summertema. Die Katjakumanian, Nixuk.
pakit kangaw nago iwaktani. Nunakik isiwakto ako ni kasok. Inyong itukot-taktawa ni kasit. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Die Werkserrolle uppergeht ka tautuk tane. Tautukunak tuak sunapayak sekumin nga niksok. Die Werkserrolle inyuliakatinge pisaulag niksok. Kano ko minya? Ano ko lakpaskin niya? Dahil na ko minya itka. Ob das eine wahre Geschichte ist? Also, ne, von denen? Das würde mich ja, das interessiert mich sehr. Könnte, ob das wirklich eine wahre Geschichte ist, die halt erfunden haben? Oder ob das halt wirklich die Entwickler von dem Game erfunden haben, diese Geschichte? Das ist, ich bin eher... Ach mein Gott, wie schrecklich. Grauenvoll. Tamanga ikumawak tuwamin. Kakarakpam inyoa niptaktok. Sumalagula kami ni Beaksiakarulo pichinyingani. Huh! Man auf jeden Fall Kinder. Magalan kakarakpal kanyat sa gabing aitsut. Immenjaurat sagabegemeut, samang nga nunamin, pagkagawutin, nunakemin. Waren doch keine Kinder. Oh. Huhala! Wie kann ich denn dem Mädchen helfen? Ich muss ihr irgendwie helfen. Vielleicht. Hui. Oh. Was sind das für Geschöpfe? Ja, der war ja lustig. Ich fieber hier voll mit, ey. Das ist ja schlimm. Und jetzt werden wir rübergebracht. Tium. Kai Gwen, du Ding. Okalak doch in die Wunger rauch aufbeck. Der Eulenmann. Oh, wir können hier runter oder wir können hoch? Jetzt bin ich irritiert. Wir gehen erst nach unten. Okay, wir können doch nicht nach unten. Ich hatte mich geirrt. Wir müssen nach oben. Uhala. Kann ich auch mal Elise Manek bangen? Ich muss doch nicht mehr sehr gut. Kann ich Kita Bura kaum noch ein Gegner bin? Hilaut ich ab hier Ika yoko niya ka pinkimon dahil nanunakik sa bakit ila nga. Müssen wir jetzt hier weiter oder müssen wir jetzt zurück? Ich habe da keine Trommel gesehen. Oh, Füchschen, hupala, nein. Oh, wir spüren mal eben für sie. Aber ich finde, dass der Fuchs ziemlich leichtfüßiger ist.
höre eine Trommel. Huch. Oh. Aha. Ist das denn auch richtig hierhin? Ach, was ist denn da hinten? Ach, da ist nichts. Was würde sie nur ohne ihren kleinen Helfer tun? Mir sind meine Hände eingeschlafen. Komisch, obwohl ich gerade mit dem Joystick spiele. Hufala. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn brauchen. Oh, ich bin tot. Dieses Geräusch. Ah, sie muss da stehen. Warum muss sie da? Sie muss das nehmen, vielleicht. Vielleicht kann sie zurückwerfen. Hä? Oh mein Gott, ich muss mich da hinstellen, vielleicht. Okay, nochmal. Oh, ich bin tot. Versteht ihr jetzt nicht? Erst soll ich hier stehen. Ach so, jetzt habe ich verstanden. So. Jetzt haut ihr schnell ab, nicht wahr? Oh. So, Leute. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.